Guten Tag, Herr Rehm. Willkommen in Walldorf. Servus. Haben Sie das Beintraining gestern gut verkraftet? Bisher ja. Ich habe gut Muskelkater, du auch? Gleich und Muskelkater ist schon da. Ich denke, morgen, ich habe immer so nach 2 Tagen, kommt es mal heftig. Aber heute? Dann machen wir heute Brust, wa? Okay, 3, 2, 1, let's go. Welcher ist denn dein Lieblingsgeschmack? Also ganz ehrlich, Blood Orange finde ich mittlerweile das geilste. Ich muss sagen, ich bin ganz ehrlich überrascht, weil es meist so von anderen Marken, so Blood Orange, nicht so scheiße. Bisher war ich halt ultra Fan von Apfel. Apfel. Energy ist auch geil. Ja, Energy ist mein zweiter. Fand ich so ein bisschen. Ja, Blood Orange geht auf jeden Fall klar. Auf jeden Fall. So, was machen wir heute? Wir machen heute kein Y3T-Training, das erwartet uns die nächsten 4 Monate sowieso. Ich würde sagen, wir fangen an mit Cableflies, 2, 3 Warm-Up-Sätze und dann Schrägbank drücken. Aber nicht Kurzhantel, wir machen Langhantel. Langhantel, dann Kurzhantel. 5, 6 Sätze. An der Maschine nochmal. Genau, dann können wir vielleicht zu Packdeck, können dort Flies machen. Dann gucken wir mal, dann machen wir noch eine Übung Trizeps oder 2? 2. Also. Ihr Lieben, willkommen zum Brust- und Trizeps-Training heute. Heute ist der 2. Tag. Gestern haben wir schon Quadrizeps trainiert. Solltet ihr euch unbedingt angucken. Ist ein cooles Video geworden. Heute machen wir Brust, Trizeps und wir sind ein bisschen unvoreingenommen heute. Bedeutet, wir machen so ein bisschen Freischnauze-Training, solange wir noch können. Wir haben hier in Walldorf sehr, sehr coole Geräte und zwar eine Brustpresse von Cybex. Die zeige ich euch mal dann im Video und dann würde ich sagen, wir fangen einfach an. Los geht's. Wichtig bei den Flies, machen ganz viele Leute nicht ganz geil, und zwar die lassen das Gelenk hier oben und ziehen da quasi in dem Winkel nach unten. Das bedeutet, die Kontraktion findet hauptsächlich in der unteren Brust statt, also im unteren Drittel. Deswegen wir machen das quasi so auf Brusthöhe, sodass sie quasi direkt die perfekte Verkürzung haben von links nach rechts und nicht die Diagonale von oben nach unten. Jetzt kann man so machen, machen wir beim Warm-Up jetzt. Wir fangen mit ein paar gerade an, dann gehen die nächsten etwas höher und die letzten 5 Wiederholungen gehen wirklich nach oben, sodass wir den oberen Teil kriegen, den mittleren Teil und so ein bisschen den unteren. Und dann, wenn wir so 2 Sätze hier haben, gehen wir dann rüber zur Schrägbank, machen noch ein bisschen hier mit dem Gummiband die Schultern richtig warm und dann wird es richtig schwer. Also da gucken wir mal, dass wir... Ich habe heute ein gutes Gefühl, ich glaube, wir machen mal heute so auf 8 Wiederholungen, gucken, was dann rausgeht. Und dann machen wir noch so ein bisschen Dropset-Gedöns, aber seht ihr alles im Video. Machen wir mal weiter.
Und wichtig, bei den Flies geht es nicht darum, die Hände zu schließen, sondern es geht darum, die Ellenbogen zu schließen. Achtet jetzt mal quasi auf die Brust, ja? Hier fehlt dieser ganze Weg. Und das ist der Weg, wo am meisten Kontraktion stattfindet. Also vergesst es nicht oder lasst es nicht einfach liegen, sondern wirklich durchdrücken. Quasi die Handgelenke müssen innen aneinander kommen oder die Ellenbogen müssen sich fast treffen. Werdet ihr merken, gibt 15-20% mehr Spannung. Ist echt geil. Wir fangen jetzt direkt an mit der Cybex, von der ich vorhin erzählt habe. Und zwar die hier. Die ist quasi unilateral. Und man hat diesen typischen Kurzhantelbewegungsradius, also von breit zu eng. Das ist wie gesagt eine Brustpresse flach, danach gehen wir in die Schrägbank und machen das richtige Training. Aber hier fangen wir jetzt mal an so mit 3-4 guten Sätzen, die können ordentlich schwer sein. Man braucht viel Kontrolle, zugegeben. Also hier ist nichts irgendwie großartig geführt, das ist wirklich so frei einfach. Aber guckt mal zu, ist wirklich cool, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf so Geräten zu trainieren, würde ich machen, das ist echt geil. Ich glaube sogar, Dennis ist für die Maschine verantwortlich. Also James, der hat gesagt, wir brauchen die und seitdem steht die hier. Wenn wir Glück haben, der Gerätewart, also der Anatoly, kam vorhin zu mir und hat mir eine neue Beinpresse gezeigt und im selben Zuge habe ich zu ihm gesagt, ich will eine Pendulum Squat. Das wäre der Ultra. Pendulum Squat ist, wer das Trainingsvideo von mir nie gesehen hat, das Beintraining, der weiß, was es ist. Es ist quasi dieser eine Arm, der sich so runter bewegt. Hier unten steht man auf der Plattform und dann bewegt man sich quasi so in die Kniebeugenposition. Perfektes Kalb. Aber ist geil? Ist geil. Bisschen ungewohnt, bisschen wackelig, aber... Es hat ein bisschen was wie Freihantel, aber du denkst, es ist eine Maschine und es führt dich, aber es ist nicht so. Und das hält dich halt immer, wie gesagt, du musst trotzdem das kontrollieren, weil wie ein freies Gewicht ist eigentlich, was das ist. Deswegen, richtig gut. So, aus. Wir machen hier mal 3 gemütliche Sätze, wurde doch jetzt ein bisschen was anderes. Ich habe das noch nie so schwer gemacht, zugegeben. Das sind jetzt 120 Kilo. Ungefähr. Guck mal, dass wir so 10 Wiederholungen werden, schon hübsch. Also das hier ist relativ unverfälscht, ne? Weil wir haben hier keine Züge. Das ist wirklich solide 60 Kilo, die wir hier nach oben drücken müssen. Und natürlich ungeführt. Das heißt, das ist jetzt kein Kinderspiel mehr, sondern das hier sind jetzt wirklich Arbeitsgewichte. Ne? Come on, let's go! Yep! Sauber! Und weg damit! Sauber! Scheiße ungewohnt, ja? Scheiße ungewohnt! Und dann mit dem Gewicht komplett anders da. Dann lieber 60 Kilo, eine Seite Freihandel. Machen wir uns mal ein gescheites Training mit ein bisschen Schrägbank drücken, oder? So, one and only Brustpresse, also Multipresse.
ist eine der letzten Exemplare, die es gibt. Findet man eigentlich nur in Walldorf. Also wirklich noch volles Metall, kein unnötiger hier Stoff, Kunststoffstützen, sondern das hier einfach Metall. Ein Haken, fertig. Und die Gewichte, hört mal. Metall. So, wir machen jetzt hier, wie besprochen, so 5 Arbeitssätze. Wir fangen direkt mit einem an. Also der erste ist so zum Reinkommen und der zweite wird dann ordentlich schwer. Und das Tolle ist, diese Führungen, die sind nicht irgendwie gestützt mit irgendwelchen komischen Gelenken und Quatsch, sondern das ist halt einfach wirklich rohes Metall, das so rutscht, ja. Also, ne, keine komische Hilfe und nix da. Let's go, let's go. Jetzt kommt der Wichtige. Konzentrier dich und push. Alleine. Zieh durch. Yes. Stark. Anders als sonst, ne? Ohne wirkliche Hilfe. So wie der Mike gesagt, ist halt wirklich keine Pufferung noch oder irgendwas mit dabei drin, wo das Ganze noch ein bisschen abfedert, wenn er es runterlässt, genau so dagegen schützt oder so. Das ist einfach nur diese eine Führung, einfach nur zum Halten für die Stabilität. Fertig. So. Die Scheiben sehen zwar klein aus, aber die haben es in sich. 10er, 10, 20, 30, 40, 50, 100 plus Stange. Stange wird im Bodybuilding immer mit 20 Kilo gerechnet, also sind wir bei 120. Das sind jetzt keine Ahnung, 12,5 oder 17,8, ist mir egal. 20 Kilo Ende. Das wird jetzt so. Nee. Wir machen noch eine 10er drauf jeweils. Dass sich das auch lohnt hier. Guck mal, also wenn ich 6 schaffe, 6 wäre richtig stabil. Leute, wisst ihr, was immer hilft? Wenn ihr mal denkt, ihr könnt nicht trainieren, guckt euch Dorian Yates an. Dorian Yates ist in meiner Welt, der Typ kann in einem Satz so viel Intensität produzieren. Also ich habe noch niemanden auf dieser Welt gesehen, der das schafft, in einem Satz. Bedeutet, wenn es einen Mensch gibt, der es schafft, ist es nicht unmöglich. Heißt, ich mache diese scheiß 6 Wiederholungen jetzt. Push. Oh, geil, 6 Stück. Ich habe wahrscheinlich den Nacken gerade gezerrt, aber ich habe die rausgehauen. Scheiß drauf. Kühlst du die Brust an? Noch nicht platt, aber das kommt jetzt. Vier. 6, komm weiter, 7, 8, komm, gut, und go, 9, drück, raus, hopp, komm. Jetzt mal zu diesem ganzen Ego-Lifting und hier schwere Gewichte. Das war immer ganz cool und es macht Spaß zugegeben, aber wirklich Sinn hat es für mich nicht. Ja, 6 Wiederholungen sind noch im Bereich von sinnvoll, aber
In meiner Welt funktioniert alles so zwischen 12 und 18 Wiederholungen besser, zugegeben. 140 Kilo auf 6 Mal kannst du sagen, wow, hast du gedrückt, hast du den Schwanz bis auf den Boden, kannst dich geil fühlen, aber das richtige Training findet mit 80 Kilo statt. Und werdet jetzt den Unterschied sehen, ich gehe wirklich bis ganz tief, konzentriert nach oben, konzentriert nach unten und das ist der Moment, wo das Gewicht auf die Brust belastet und nicht Schulter, Trizeps, Rücken, den du rausdrückst mit der Schulter und Fett, ne? Also das ist wirklich pur Brust und da findet Wachstum statt. Bin ich mir sicher, es wird viele, viele Menschen geben, die mir da zustimmen. Zugegeben, es gibt heute immer noch Menschen, die sagen, nur schwer macht Muskeln, aber naja, letzten Endes kann jeder trainieren, wie er will. Mein Ding ist es nicht. Ich kann schwer trainieren, ja, aber es ist, nee, das macht mehr Sinn. Aber jetzt schaut mal zu, dann wisst ihr, was ich meine. Und der bis oben. Das war jetzt ein Satz, da ging nichts. Also ich hätte jetzt noch ein paar rausschubsen können, aber da war Ende. Und das ist da, wo die Brust sagt Ende und nicht wo Schulter, Arme und so die Kraft versagt, sondern hier ist Muskel Ende. Und so muss es sein im Bodybuilding. Powerlifting etc. ist was anderes. Aber wir machen hier Muskeltraining und nicht hier Ego-Training eigentlich. Junge Adolf, was hast du denn hier angestellt? Alles macht er kaputt. So, wir kommen jetzt zur letzten. Na, machen wir, ist das die letzte Übung? Ne, eine geht noch, oder? Genau, eine. Und dann noch Trizeps. Genau. Aber wir machen jetzt so die dritte Übung und es ist eine originale. 1900 irgendwas, Gym 80 Pack Deck Fly. Also sowas findet man nicht mehr. Das ist irgendwie selbst schon lackiert und da bröckelt der Lack ab. Und, aber übelst geil das Ding. Wir machen das jetzt mit vollem Gewicht hier und versuchen immer so 10 bis 14 Wiederholungen rauszuklatschen. Wichtig auch hier, wie bei den Flies zu Beginn, wir versuchen nicht die Hände zusammenzuführen, so, sondern wirklich große Bewegungen hier zusammen. Unterschied wie Tag und Nacht. Hier mache ich 100 Wiederholungen so kleine, aber die großen, wenn wir gut sind, schaffen wir 10. Und los. Ab. Die sind kein Kindergarten, kein leichtes Spiel hier. Immer schön aufpassen, dass es nicht nach vorne geht. Das ist mir gerade passiert. So, letzte Übung. Machen wir jetzt all out. Ich guck, dass wir so im ersten Durchgang 10 Wiederholungen schaffen. Dann kurz Pause, also aber noch im Gerät bleiben quasi. Kurz durchatmen, dann habe ich auf die 7 geschafft, dann auf die 5 und dann noch halbe hinterher bis Ende. Das machen wir jetzt zweimal. Dann machen wir noch Trizeps, 2 Übungen. Und dann sind wir auch schon durch für heute. Aber jetzt erstmal Brust zu Ende. Thank you.
Komm, push halbe, push halbe. Ein Durchgang noch. Bleib dabei. Halbe, 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 yes. Platt. Ein Satz geht noch und dann machen wir Arme. Ein Satz noch. So, wir haben uns auch spontan auch umentschieden. Es geht einfach nichts über Gym 80. Hier haben wir noch so eine alte Maschine, die ist quasi derselbe Jahrgang wie die Pack Deck, die wir gerade gemacht haben. Selbes Prinzip, wir gehen voll auf die 10, kurz Pause, voll auf die 7, kurz Pause, auf die 5 und dann Partials, also kurze, zack, 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 zack. Das wird auch der letzte Satz für heute und dann muss auch Schluss sein, ja? Bereit für Arme? Jetzt noch ein bisschen Trizeps. Absolute Lieblingsübung für den Trizeps: Rope Pulldowns, also quasi Seil und Seilstrecken, wie immer man es auf Deutsch nennt. Auf Deutsch! Machen wir jetzt zwei Warm-Up-Sets und dann machen wir 4, 5 Arbeitssätze, ordentlich schwer. Danach hat der Benne vorgeschlagen, wir machen heute Skull Crusher mit den Kurzhanteln. Also quasi auf Deutsch würde das heißen Schädelbrecher mit den Kurzhanteln. Thank you.
Sag mal, Benne, was anderes. Wenn du dich für ein Cheatmeal entscheiden müsstest für den Rest deines Lebens, du darfst nur noch das essen, was wäre es für eine Mahlzeit? Kann man das dann wirklich Cheat nennen? Es wären dann Rinderrouladen mit Rotkraut und Kartoffeln. Gute Wahl. So, letzte Übung jetzt. Machen wir Skull Crusher mit den Kurzhanteln und zwar. Und wir haben ein bisschen Zeitdruck, um ehrlich zu sein. Wir machen jetzt so 5, 6, 7 Sätze mit nur 10 Sekunden Pause. Ziel ist folgendes: der erste Satz endet bei ungefähr 10 Wiederholungen. Dann haben wir 10 Sekunden Pause und müssen versuchen, nochmal die 10 zu knacken. Wird wahrscheinlich dann nur 8. Dann kurz Pause, dann wird es wahrscheinlich nur 6. Dann kurz Pause, dann wird es nur noch 4. Und jetzt beim letzten habe ich gerade noch so 3 halbe geschafft und dabei Ende Gelände. Und dann war es das auch schon. So, ich verabschiede mich jetzt mal. Bis zum nächsten Training. Ich hoffe, euch gefällt das. Dieses ein bisschen rumtrainieren und Quatsch. Weniger rumgelaber, ein bisschen Blödsinn können wir quatschen. Dann hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Benne und ich, also im Namen von Benne, verabschieden wir uns jetzt. Unbedingt die anderen Videos abchecken. Wir sehen uns. Macht's gut, euer Mike.